Ich schaue mir jetzt trotzdem nochmal um. Sehr hell. Nein. Kann ich hier mal die. Ah, okay, das sind Blätter vor. Okay. Eben schauen, ob hier was ist. Was Besonderes, was ich vielleicht übersehen habe. Das macht mir am meisten Angst, der Schrank. Ich glaube, ich bin ein bisschen. Ja. Egal. Gehen wir mal in das Schlafzimmer von dem Jungen. Bei der Musik habe ich jetzt keine Angst mehr. Also, ein bisschen schon, aber nicht mehr so viel. Wonderful Wizard of Oz. Oh ja, schön. Lass mal meine Tür auf, ein bisschen Durchzug. So, ist beim Atelier noch was? Stimmt nicht, aber ich schaue nochmal nach. Nein, leider nicht. Oder? Nö, schade. Ein Versuch war's wert, Entschuldigung. Ah. Es wird wirklich alles von Zeit zu Zeit wieder aufgebaut. Das ist schön. Aber wird hoffentlich mal wieder ein richtig schönes Zuhause raus. Ich bin gerade überlegen, wo was. Bradley? Ja, Bradley. How are you, Bradley? Ah. It's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean, Dr. Colden. Have you had any news? Ich sag die Wahrheit. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened. But I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Die hat ihre Beziehung. Ja, das war am besten das. Was haben wir nicht zu entscheiden? I understand your feelings, Bradley. But I don't think that you're in the right state to make such a decision. He killed her, Pierce. I can't do nothing, faced with this situation. Fuller's crimes won't go unpunished, I give you my word. But for now, you must keep a cool head. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Hat zwar für uns nichts gemacht, aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Jetzt weiß er wenigstens die Wahrheit. Auch wenn sie nicht so schön ist. Oh, was war das denn? Hoch mit dem Brock. Entschuldigung. Hier lang, oder? Ja, hier lang. Und wir fürchten, dass hier der Endkampf auch geschehen wird mit dem Schlurfer. Irgendwas passiert hier noch. Da bin ich mir relativ sicher. Ach, da ist er. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her. Not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process.
Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Gut zu wissen. Warum ist es auf einmal so laut? Alter, was war das denn gerade? Ein Dimensionsschlur. Warum? Ne, das war ich nicht. Er hat einen Sanders verkauft. The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. Ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen von diesem blau-grünen Öl, kippen das einmal übers Gemälde und verbrennen es einfach. Das könnte funktionieren, würde ich sagen. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to Hrie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection. Able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Oh, hey. Skizze einer Büste. Okay. Sarah Hawkins hat das Necronomicon gelesen. Verfolgte das Buch sie? Sie muss darin nach einem Weg gesucht haben, den Schlürfer loszuwerden. Jedes Mal, wenn diese Frau mit dem Okkult in Berührung kommt, gibt es eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich eine Macht innewohnt. Aber ich muss sie vor all dem Wahnsinn schützen. Entschuldigung. Bradley weiß von Colton. Wow! Schreib bloß nicht mehr darüber! Entschuldigung. Drake glaubt, dass Charles Hawkins eine Amulette in einem Villa versteckt hat, das Sarah Hawkins beschützen kann. Das Symbol, das darauf eingraviert ist, soll Einfluss auf die Mächte auszuüben, die sie bedrohen. Wenn das wahr ist, muss sie es holen. Diese Zeichnung führt zum Amulett. Wo habe ich diese Büste gesehen? Genau, eine Sache, ich merke es gerade wirklich sehr stark. Ich bin ein bisschen erkältet. Hört man, glaube ich, auch ein bisschen. Der Schlüssel von Rie. Drake behauptet, der Schlüssel könne die Kräfte der großen Alten abwehren und die Türen zur Stadt Rie unter dem Meer verschließen. Ich sehe einen hässlichen alten Anhänger aus Gold in der gleichen Gravur, die Charles Hawkins in den Namen dieser Buchhandlung so abgestoßen hat. Es bleibt abzuwarten, ob er Sarah Hawkins wirklich beschützen kann. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce. Es gibt eine Büste, diese Skizze sollte mich zu dem von Charles Hawkins versteckten Artefakt führen. Wo habe ich sie schon einmal gesehen? Ja. Büsten haben wir schon was weiß ich wie viele gesehen. Das ist sie nicht. Büsten suchen, yay! Okay.
Kann das vielleicht sein oben? Warte, hier unten war auch einer, was ist es nicht, oder? Nö. Ist vielleicht hier oben? Nein, das ist sie nicht. Relay. Ist keine Büste. Hier? Alter. Wow. Dieses Gerät sollte mich zu dem Schatzhocker zu stecken abführen. Wo habe ich es nur schon mal gesehen? Es ist kein eigentlich schon Stillleben. Yay, cool. Echt, hui. Wow, Entschuldigung. Oh oh. Dies wird dein Schicksal verändern, das ist klar, weil ich weiterkomme. Dieses Amulett mit dem Symbol der Alten versehen. Ist mit dem Symbol der Alten versehen. Drake nimmt den Schlüssel von Hirley. Er glaubt fest daran, dass dieses Artefakt große Macht besitzt. Oh oh. Was? Trophäe erhalten, das Amulett der Uralten. Was mache ich denn zuerst? Ach komm, scheiß drauf. Oh, super. Unser Verstand wird immer besser. Hä? Achso. Du kriegst die grausame, schreckliche Wahrheit und hast du einzig in der Realität gesehen. Jo. Wir sind keine Kinder der Vorsehung. Du kennst die grausame und schreckliche Wahrheit. Gut zu wissen. Hinweise. Inventar. Oh oh. Hi, Sarah. Hier war's. Ja, doch, hier unten. Runtergehen. Ich glaube, wir sind so gesagt auch die Zukunft. Ich. Oh, scheiße. Ich glaube, am Ende sind wir der Böse. Ich hab die Befürchtung. Hey, Algernon. Na, wie läuft's? Ah, it's you again. This creature, the Shambler. What is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift, a connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality. And we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Also jetzt hat doch eigentlich schon gesagt, was wir machen müssen. Er hat gerade gesagt, das ist ein Portal, das Gemälde. Was macht man mit Portalen? Man schließt sie. Und wie kann man ein Gemälde schließen? Es verbrennen. Aber vielleicht denke ich auch einfach viel zu schlau. Und zu logisch. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Oh. Eine zweite Technik führt sie zum Amulett. Ich habe das Amulett. Dieses Symbol, es ist dasselbe wie auf dem Dolch in Sanders Zelle.
Dolch in Sanders Zelle. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler, weil das war in der Galerie und nicht in der Zelle. Aber auch okay. Drakes Tresor. Das Symbol der Alten. Es ist mächtig. Wir können es schaffen. Ich muss es Drake zeigen. Was du gerade getan hast. Oh. Okay. Hi. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Pierce! Chief West is here with Sullivan. Bradley. You take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. Wer sind die beiden? I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops. We base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. You bet I will. Okay, wir sind gefangen. Yay! Checkpoint. Polizeirevier Darkwater. Dank Algernon Drake hat Pierce ein Amulett erhalten, das Sarah Hawkins gegen die Verlockungen, die bösen Mächte schützen soll. Die Malerin sprach von ihrem Wunsch, den Dimensionsschlürfer aufzuspüren und zu töten, um so für ihre Sünden zu büßen. Bevor Pierce sie aufhalten konnte, wurde er von der Polizei verhaftet. Entschuldigung. Geil. Bald haben wir alles durch. Wir haben eine Buchhandlung, wir haben einen Irrenanstalt, beziehungsweise Krankenhaus, beziehungsweise Institut. Wir haben jetzt ein Polizeirevier, wir haben ein gruseliges Schloss. Eigentlich fehlt nichts mehr. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property, twice. Aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Listen, Chief West, I realize that I'm in your jurisdiction, and that you don't like guys like me. However, I think that these accusations are exaggerated and that we would benefit from working together. If that means a confession from you and therefore less paperwork for me, then we've got a deal. I'm serious. Can't you see what's going on right under your nose? Yeah? So what's going on that I don't know about?
You'd be better off taking an interest in Dr. Fuller. The experiments he carries out on his patients are as inhuman as they are illegal. And when Dr. Colden wanted to put a stop to it, she too went under the knife. What are you talking about? Nobody's reported any wrongdoings. Dr. Fuller is a man who is as much respected and admired on the island as he is in his profession. It seems like you've got a grievance against him. Is that why you set fire to his institute? I'm admitting nothing at all. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Ja, Nacht. Geil. Mr. Pierce, the truth seeker. We meet at last. Who's there? Uh-oh. Uh-oh. Nein. I am the one men named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge, which I came to share with you, human. Do not struggle. You will not be able to speak or escape my influence. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Your mind must open itself willingly, or the truth will immediately shatter it. Our paths shall cross again, Truth Seeker. Sind wir sie? You know the risk, Sarah. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. The shambler! I knew it! No! Not again! Ja, wir sind sie. Algernon, come back! Okay. Schade. Dank der preisverdächtigen Inkompetenz der hiesigen Polizei sitze ich im Gefängnis. Sie behaupten, jemand habe mich als Brandstifter des Blair Riverside Instituts identifiziert. Solange ich hier bin, weiß ich nicht, was sich in der Villa der Hawkins abspielt. Verlassene Mine. Sie nennen ihn Leviathan. Das Wesen, das sich seit meiner Ankunft tiefer und tiefer in meinen Verstand gräbt.
Ich war in meiner Zelle. Er erschien und sprach von Sarah Hawkins und wie sehr ich sehen wollte, was sie vorhatte. Was hat er mit mir gemacht? Achso, true. Heute Polizeirevier Darkwater. Das Polizeirevier auf Darkwater ist ein Spiegelbild derer, die hier arbeiten. Behängt, sauber und ordentlich. Und völlig amateurhaft. Ich bin der einzige Zelleninsasse, aber es ist kein Wunder. Bedenkt man die Absprachen zwischen der Polizei und den Schmugglern, die sie ohne Zweifel mit Whisky versorgen. Ich muss einen Weg aus diesem Loch finden. Inventar. Oh. Okay. Geil. Ich gehe erstmal hier runter. Wow. Lohnt sich echt, wie ich sehe. Wir hätten doch was einsparen können für die Leute, die hier unten hingucken. Oder auch nicht. Oh Gott, nee. Nichts. Dann schauen wir mal hier. Where is Algernon? And the Shambler. Wer ist das da hinten? Das ist doch nicht Coden, oder doch? Oh. No way back. Ne. Aber hier läuft niemand rum, oder? Ich nehme die Lampe mal weg. Was ist das denn? How many are there? How many are there? Wow. Wie viele sind das? Sehr sicher. Was ist das? Ach, Öl. Oh. I'll never forgive myself for this painting. Öl nehmen, Feuer an, drauf, fertig. Achso, der Schlurfer ist ja unterwegs hier. Man müsste ihn erst wieder zurückverbannen. Darf ich hier nicht durch? Ich hier durch. Schlechtes Spiel. 0 von 10. Weil ich da nicht durchkomme. Oh. Und wer ist die andere Person? Hey! You can't leave us! Sorry, old friend, but it's either you or me. No! What are you? No! Oh, oh. Open! Open! Open up! Open this door! It's here. Der Schlurfer. Ist das wirklich eine gute Idee?
Na, scheiß drauf. How do we kill it? The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Exactly. How can I find them? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Stay inside the shield. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. Okay. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Ich renn einfach, scheiß drauf. The glyph. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no. The Wanderer is back. The glyph is ready, sir. Run! Hä? Verbrennen? Hä? Ja, wie? Egal. Sicherheit. The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Ach, verbannen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Was ist das? The second glyph must have appeared. Let's press on. Ja, wo? Hä? Ah, nehmen wir die. Tschüss. Darauf. That is what I'm doing. Schnauze. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. Ja, das will ich grad machen. Ich will gerade einfach zurücklaufen. Nee. Ist zwar gerade übelst pussyhaft, aber. Also. Angsthasenmäßig, aber. Ist mir egal, sonst funktioniert. Tschüss. Schalalalalala. Ja, komm. Was? Im Gefängnis traf Pierce auf das sagenumwobene Wesen, das auch Leviathan genannt wird. Die Kreatur bot ihm an, durch Sarah Hawkins Augen zu sehen, um so ihre Pläne zu offenbaren. Hä, was muss ich denn machen, wenn ich... Now is when matters get complicated. I must breach the barrier to ward off the creature. You have to lure it in front of me, Sarah. Do you understand? Ach so. Ich muss einfach durch. Okay. Ich versuch's. La 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 la
Zurück in deine Dimension. Trophäe erhalten, der Außenseiter. Trophäe erhalten, Waffenbrüder. Do you hear something? Oh oh. I can hear him. He calls me. Sarah! No! Algernon. Nein. Nein. Astrisist, please, don't! Tschüss. Gemeinsam mit Algernon Drake hatte Sarah Hawkins den Dimensionsschlüssel nach einem heftigen Kampf endgültig zurückdrängen können. Dieser Krafter kostete sie allerdings den letzten Rest ihres Ich-Bewusstseins. Sie ist dem Ruf des Mythos erlegen.